vorher mit den Fahrern absprechen können, so, ja, also, wenn der hinter dir ist und es um die WM geht, lass ihn mal so vorbei, oder? Oder verbremst dich mal ganz doll oder keine Ahnung was und Ja. Ja, hätte es auch wir einfach hatten so es aussehen damals ja lassen können mit. wie ein Duell, so, ne? Nur Ja, halt, dass der gut. andere sich dann nicht wehrt beim Überholen. Ja, genau. Man muss aber auch dazu sagen, Ferrari ist ein schlechter Verlierer. Das stimmt. Das sowieso, aber ich wollte mal kurz was Aber dazu. muss ich auch das Ich sagen? wollte mal Ja, kurz ich wollte was das zu mal gesagt. Ferrari sagen. Ich auch. So. Ich Ja, krieg dich danach jetzt aus das der Ruhe. Ich Leitung. wollte So. das schon die ganze Zeit sagen. Zwar, die hatten es ja damals mit Kimi Räikkönen 2007 schlau gemacht. Da haben sie den Massa ja nochmal an die Box geholt, obwohl er gar nicht mehr musste, damit Kimi Räikkönen da vorbei konnte. Also so, das haben sie wenigstens schon mal da ein bisschen gelernt. Damit haben sie ihn halt dann einfach in die Box geholt. Das wollte ich nur kurz anmerken. Er musste damals noch rein. Nee, musste nicht. Doch, er hatte die Er weichen hat Reifen noch ihn nicht da. drauf. Damals war es ja noch nicht so die Regel. Oder Doch. doch? 2007? Ich weiß. Auf jeden Fall haben Aber sie ihn irgendwie reingeholt. nein, Naja, ist ja auch. aber Barrichello hat sich ja revanchiert für das Duell 2001 damals. Ja, in den In USA. den USA, genau. Schumacher, komm, lass uns mal Fotofinish machen. Ups, Rubens Barrichello ist doch vor mir da. Das war so geil. Ich glaube, da hat sich der Das Rubens war auch so gedacht. 2002. Aber 2002 hat sich Rubens gedacht, Silvesto, A1-Regen, Spiel weg, ich bin wieder da. Naja, gut. Das ist Ja. ja jetzt Vergangenheit, jetzt wird eben halt wieder bloß auf die Gegenwart geschaut. Das ist jetzt, Red Bull hat das gemacht, blablabla. Und ihr Ja, bösen, genau. bösen, bösen Leute. Also, aber eins, da kann man nicht sagen, dass Rubens Barrichello nicht an sein Team denkt. Also, es ist wirklich einer der Fahrer, da habe ich echt die Geduld bewundert, dass er bei Ferrari immer Zweiter sein konnte, dass er das nie aufgeregt hat. Na gut, ich glaube, wenn du in deinem Vertrag drin hast, du bist die Nummer 2 bekommst, aber was ich 15 bis 20 Millionen im Jahr, ich glaube, das ist eigentlich denn ganz ehrlich in dem Fall auch bei 15 bis 20 Millionen eigentlich, ich sag's mal, eigentlich scheißegal. Stimmt, da hätte ich auch die Klappe No. gehalten. Ich habe auch mal Er mit hat ihm ein den. Interview gesehen damals, da haben die ihn dann gefragt, wer, du bist doch sowieso die Nummer 2, warum wechselst du nicht? Und da hat er gesagt, ja, was würde mir das bringen? Da kriege ich kein Auto, in dem ich gewinnen kann. Das ist auch wieder wahr. Allerdings. Ja, er hat ja damals. Er kam dann ja mal 2000 und seitdem konnte Schumacher noch Weltmeister werden, weil Irvine, denke ich mal, hätte das nicht akzeptiert damals. Deswegen haben sie ihn auch nicht mehr genommen, den Irvine. Weil man einfach gesehen hat, Schumacher ist der klar bessere Fahrer als Irvine. Deswegen. Mich Ja. hätte mal interessiert, was passiert wäre, wenn Irvine Weltmeister 99 geworden wäre. Das wäre bestimmt lustig geworden. Das wäre echt lustig geworden. Das hätte mich echt mal interessiert, was dann passiert wäre. Aber gut, ist ja nicht passiert. Häkkinen war halt besser. Knapp. Haben wir sonst auch irgendwas, was wir schon rauskramen könnten? Wenn wir auch gerade das Düste einhaken. Ja, ich habe eine Idee. Was sagt ihr eigentlich dazu, dass Williams jetzt in dieser Saison extrem schwach ist? Ja, das kann passieren. Das passiert auch bei solchen kleinen Rennstellen. Ich sag mal, Williams ist seit ja 97, 98, ja 97 nicht mehr wirklich dabei gewesen. Zwischendurch mal 2 Jahre, als sie BMW-Motoren hatten. Seitdem waren sie ja eher nicht vorne dabei. Und ich sag mal so, dass sie jetzt so viel schwächer sind als letzte Saison, ist mir eigentlich noch gar nicht so aufgefallen. Die Als sind Autos hinter halt. Toro Rosso. Ja gut, das. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass Toro Rosso jetzt ihr eigenes Auto baut. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall, ja, Na gut, als kleines ich glaube Team. einfach, das Problem ist bei Williams einfach ganz klar, privates Team, die kämpfen so schon eigentlich jede Saison eigentlich, dass sie das Budget, sag ich mal, wirklich auch zusammenkriegen. Ich glaube, das ist einfach das Problem. Sie haben nicht das Geld, um so zu entwickeln wie die Top-Teams alle, weil ja. Ich glaube, um wirklich gut zu entwickeln, ich glaube, dafür brauchst du auch schon wieder 30, 40 Millionen im Jahr, würde ich mal so behaupten. Das ist Also schon wenig. ich finde, die sind einfach nur schlecht geworden wegen den neuen Regeln, finde ich jetzt. Das ist mir so aufgefallen, so 2002 konnten sie ja noch so gut mithalten, aber irgendwie, die verkraften einfach keine neuen Regeln. Also ich glaube, dieses Jahr ist das Problem, es gibt zwei Probleme. Zum einen, dass sie den Cosworth-Motor haben und da kommen wir wieder zu dem Diffuser, den haben die halt nicht. Und zum anderen eigentlich auch so die Fahrer, also Maldonado, so ein Pay-Driver, der sich da einfach nur eingekauft hat. Ich finde, er ist Aber nicht der ist so schon ganz besonders gut, nicht toll. so.
Ja, und Barrichello kommt halt langsam ins Alter und ist auch nicht mehr so der Schnellste. Er ist aber sehr Aber auch noch nicht erfahren der dafür. Schnellste. Ja, schon, aber Ist die Frage, er ob war. vorbei was bringt bei Williams, sage ich mal, mit seiner Erfahrung. Ihr könnt zwar sagen, ja gut, ihr müsst das und das Auto weiterentwickeln, aber ich glaube, man kann nicht so wirklich Rubens Barrichello mehr nehmen als Grundstein, weil er einfach angefangen hat damals, als die Wagen komplett anders waren und jetzt die letzten Jahre haben sich die Autos Zu ewig so Zeitpunkt Michael entwickelt. Schumacher. Theoretisch könnte eigentlich jedes Jahr ein Rookie fahren, weil ewig so jedes Jahr die Autos komplett neu sind und sich jeder darauf einstellen muss erst wieder. Also im Grunde, glaube ich, bringt, sag ich mal, Rubens Barrichello als erfahrener Fahrer nicht wirklich viel, was höchstens wirklich bei einem neu gegründeten Team, aber ich glaube nicht bei Williams, nicht unbedingt. Wie damals halt der Webber bei Red Bull. Oder der Coulthard bei Red Bull. Das hat er was damals gebracht. Genau, weil Red Red Bull war Bull ja an sich ja sofort neu nicht gut. ist. Na gut, Red Bull hat er auch, glaube ich, bloß ein Team aufgekauft. Was, Jaguar? Haben die Jaguar aufgekauft? Ja. Damals? Genau, die haben Jaguar aufgekauft Genau. damals. Und ich glaube, natürlich so als Grundlage, Red Bull steigt neu ein. Wir brauchen mal ein paar erfahrene Fahrer, die uns sagen, wie ungefähr das Auto sein muss. Die ersten 2 Jahre kann ich das wirklich verstehen, 2, 3 Jahre. Und dann denke ich mal, wenn sie es nachher raus haben und gute Ingenieure haben und so ein Kram alles, dann glaube ich, läuft das auch so ohne erfahrene Fahrer. Also. Also ich denke, Virgin kann ich verstehen mit Timo Glock. Na gut, Timo Glock ist jetzt auch nicht so der Fahrer, der sagen kann, ich habe hier die Erfahrung, dass ich sagen kann, ich kann hier ein Auto entwickeln. Ich glaube, dafür ist einfach noch zu wenige Jahre in der Formel 1. Ja, er ist Nicht. zwar schon relativ alt, aber ist halt wenig Formel 1 gefahren, leider. Obwohl er gar kein schlechter Fahrer ist. Genau wie ein Adrian Sutil, die sitzen einmal im falschen Auto. Ja. Ich sag mal so, McLaren hat halt auch damals mit erfahrenen, hat sich damals ja, Mercedes meine ich, hat sich damals ja auch einen erfahrenen Fahrer geholt mit Michael Schumacher, um das Auto einfach gut zu entwickeln. Ich denke mal, das ist auch ganz gut und ich denke mal auch, ja, Schumacher wird nächstes Jahr wieder um Siege mitfahren. Ich sag's einfach mal, wie ich's denke, weil, ja, er wird es machen und ich bin auch fest davon überzeugt, dass er vielleicht noch länger fährt, deshalb ist er eine WM gewonnen hat Er mit möchte ja gerne Mercedes. diesen Fünf-Jahres-Plan machen, den er mit Ferrari damals gemacht hat, glaube ich. Also im Genau. fünften Jahr nach einer Weltmeister zu werden. Also es wäre natürlich schon hammermäßig, wenn er. Wann wäre das? Das wäre ja dann 2014. Dann wäre er ja, jetzt muss ich mal kurz über 46, glaube ich, wäre er dann ja schon, glaube Ja, also er geht schon Dann wäre er, langsam in glaube die ich, der älteste 40er. Weltmeister. Dann wäre er, glaube ich, Echt? der älteste Weltmeister. Ich weiß jetzt nicht, wie alt Juan Manuel Also Fangio damals war. 45, glaube ich, ist er denn 2014. Der älteste Sieger war 46 Jahre alt. Oh, Schumacher will das toppen, wa? Aber gut, er ist ja noch topfit und ich denke mal, er ist immer noch so gut wie früher, was man damals auch in Kanada gesehen hat. Also, er Das ist auf nicht jeden unbedingt schlechter Fall. geworden. Nur das Auto, man muss halt auch die 3 Jahre sehen, die dann da einfach Fehl. dazwischen waren und das Auto, ja, das Auto war, er hatte Ferrari völlig anderes Auto, er hat ein Untersteuern, das heißt, das Auto lenkt nicht so schön ein in die Kurven. Übersteuern ist halt, wenn das Auto mehr beim Anbremsen manchmal noch ein bisschen quer steht und so und man das Auto viel mehr kontrollieren muss und viel mehr lenken kann und so. Und das hat er halt nicht und er würde gerne das Übersteuern haben. Und Nico Rosberg kann sich halt noch besser anpassen, weil er noch jünger ist. Deswegen denke ich mal, ist Nico Rosberg zum Teil einfach besser. Würde ich jetzt so Also. sehen. Ja, Nico Rosberg war ja auch dann damals bei diesem Umbruch mit dabei, als das ganze Regelwerk da geändert wurde mit den neuen Aerodynamikteilen und Wechsel von Rillenreifen auf Slicks und so, der konnte sich hier sofort daran gewöhnen. Schumacher nicht. Slicks-Reifen, denke ich mal, ist nicht so das große Problem für Schumacher, Ja gut, weil er ist ja der hat damals ja auch die einfach. damals ja auch gefahren, genau. Damit ist er zweimal Weltmeister geworden. Also, man muss aber auch sagen, dass der Schumacher früher ein Auto hatte, was eigentlich für ihn gebaut war. Genau, und das ist wahrscheinlich auch ein Problem, da der Mercedes ein, sag ich mal, ein Teamauto ist. Ein soziales Auto. Genau, also er ist eigentlich so aufgebaut, dass das Team so viele Punkte wie möglich holt und versucht nicht auf ein Fahrersautobus zu bauen. Denke ich auch. Aber er Es hat ist. jetzt auch den mit dem Ross Brawn, denke ich mal schon, dass der ein bisschen mehr auf Schumacher das Auto noch bauen will. Ja, denke ich mal schon. Und ja, mal schauen, ob Rosberg überhaupt noch so lange bleibt, weil er würde ja gerne, er ist ein Siegfahrer, das muss man so sehen. Er kann gewinnen, wenn er ein vernünftiges Auto hat und wird ja auch von einigen Teams umworben, also wenn man den Gerüchten glauben darf. Von daher, ja, mal schauen. Ich glaube, dass der Rosberg in dem Red Bull erst mit Vettel aufnehmen könnte.
Ganz klar. Aber wenn Rosberg, sag ich mal, jetzt nicht in ein Top-Team wechseln würde, ich glaube, er würde wahrscheinlich so enden wie Nick Heidfeld. Oh, nö. Ja. Also, Fall, ja. Also ist, glaube ich, wirklich schon, sofern er nicht wirklich in den nächsten 2-3 Jahren irgendwie ein Siegauto kriegt, glaube ich, würde er wirklich so enden wie Nick Heidfeld, weil dann manche sagen, hier, nee, Nico Rosberg, den verpflichten wir auch nicht, der hat bisher noch keinen Sieg geholt oder sowas. Ich glaube, er wird wahrscheinlich dann wirklich so enden wie Nick Heidfeld. Das heißt, das könnte passieren, ja. Och nö, das wäre doch wirklich scheiße. Schumacher brauchst du nicht mehr beweisen. Schumacher hat gesagt, hier, ich habe 91 Siege. Ich, ja. Ich bin fein ich raus ungefähr. Weltmann. Ich fahre eigentlich nur zum Spaß. Ja. Ja, wenn da welche dann auch sagen, der Schumacher, der macht sich seinen ganzen Ruf kaputt. Das schafft man nicht so einfach als Michael Schumacher mit 7 Weltmeistertiteln. Wie willst du die denn auf einmal so zerstören? Das also, ich mich ehrlich. Es wäre wirklich erbärmlich, jetzt nichts gegen das Team, aber wenn er zu HRT wechseln würde, weil ich weiß nicht. Das hat einfach, das Team hat nee, einfach ich, nichts. Ich glaube eher, Schumacher euch zu HRT wechseln würde, ich glaube eher, dann würde er aufhören. Ich glaube, Schumacher fährt einfach wirklich bloß aus rein Spaß und möchte zeigen, ja. Hier, ich kann selbst mit 40 noch vorne mitfahren und ich werde euch das allen zeigen, so ungefähr. Und es macht einfach Spaß. Er wird es auch nochmal allen zeigen. Ja, ich denke mal, er darf ja ruhig fahren, wenn er will. So, ist, solange er, sag ich mal, mit seinem Teamkollegen einigermaßen mithalten kann, dann wird es auf jeden Fall. Ja, aber ich würde ihm mal wirklich gerne Schumacher im Vergleich mit Vettel sehen im Red Bull. Also, das würde mich mal wirklich interessieren. Ja, so mit einem alten Auto mal. Das ist interessant. Nee, nicht unbedingt mit einem alten Auto, sondern mit den heutzutagigen Autos. Also, ja, ich meine ja, in der nächsten Saison ist es ja dann das alte Auto und würde ich gerne mal sehen, am Saisonende bei Abu Dhabi zum Beispiel, da war der Ricciardo dann auch besser zum Schluss sogar als der Vettel mit der Zeit. Da war ja so Testfahrtage, glaube ich, oder wie heißt das? Diese Young Driver Days, oder wie die heißen, in ja, genau, Abu Dhabi, wo genau. Die ganzen Jungfahrer denn mal die Ersatzfahrer fahren durften. Genau. Ja, gut, der Ricciardo, das ist schon ein Talent, aber ich glaube nicht, dass er so gut ist wie Vettel. Glaube ich nicht, aber gut. Langsam schweifen wir zu weit ab von Team Order. Na gut, ich glaube mal, Team Order waren wir, glaube ich, jetzt auch schon, sag ich mal, größtenteils wirklich durch. Durch, ja. Und ich denke mal, das reicht jetzt eigentlich auch erstmal aus für die erste Diskussionsrunde. Ja. Ja, wir machen auf jeden Fall noch mehr. Genau, wir machen auf jeden Fall noch mehr. Und ich bedanke mich schon mal bei unseren beiden Gästen, die mit dabei waren heute, die auch die Zeit einrichten konnten dafür, nicht so wie andere. Genau. Und ja, ich hoffe, euch beiden hat es auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Ja. Ja, klar. Und ja, vielleicht sehen wir uns nochmal später in einer anderen Diskussionsrunde. Und ja, Leon verabschiede ich auch mal. Da habt ihr dann noch wieder die Chance dabei. Genau, da haben die anderen auch nochmal Chance wieder. Und wir planen auf jeden Fall noch viel, viel mehr. Ja, werden wir jetzt nicht erzählen. Was aber wird interessant. Genau. Wird interessant. Und ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns bei den nächsten News sehen wir wieder. Genau. Und bis dahin, sag ich schon mal, ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.